So, hallo, wir machen weiter bei Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir einen Musikpart gehabt. Wir haben angefangen mit einem Tohu-Level, sind dadurch dann auf die Tohu-Musik-Level gekommen, sind dadurch dann auf die Challenge-Musik-Level gekommen. Ja, Dinge sind passiert. Und jetzt möchte ich erstmal hier wieder meine Liste abarbeiten und ein paar Level spielen. Bis auf das hier, weil da möchte ich die Clear Weighted so lassen, wie sie ist. Zumindest für diesen Part, denn wenn ich es nach ein paar Mal nochmal anschaue, wird es wieder anders sein. Wir starten einfach mal mit Buncha Buncha Booms. Buncha Boom Booms von Maddie, was ja der Celeste-Ersteller war. 3, irgendwas Abschlussrate. Gucken wir mal rein. Weltrekord 1,41. Okay. Mal schauen, wie viel ich von den Folgen, von den Leveln hier unterkriege. Counter wollte ja ein Level bauen, in dem ich wieder einen ganzen Part lang sitze. Ich hoffe, das ist nicht dieses. Mal gucken. Okay. Wir holen uns einmal den Pilz. Und werden dafür dann beschossen, aber wir kommen hier auch so raus. Gut. Muss ich den holen oder ist der Bonus? Ah ja. Machen wir die erstmal weg. Ach, Mist. Aber ich glaube, den Pilz brauche ich dann nicht. Ich weiß nicht, wenn... Das ist jetzt ungünstig. Das ist jetzt ungünstig, dass mein Telefon klingelt, aber wenn ich drauf gucke... Ja, rufe ich nachher zurück. Krieg ich hin. Da rufe ich nachher zurück. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig wäre es, wenn es die Nummer aus dem Kultusministerium wäre. Dann gäbe es eine Planstelle. Ah, verdammt. Dann gäbe es eine Planstelle. Aber da kann ich zurückrufen. So, ich hoffe nur, die quatschen jetzt nicht auf den Anrufbeantworter. Ich hoffe, man hört das nicht. Verdammt. Ich rede einfach drüber, keiner hört, was da auf den Anrufbeantworter gesprochen wird. La 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 la. So. Zack. Ah, verdammt, es gibt keinen Checkpoint. Das habe ich jetzt gehofft. Aber ich verstehe, Buncha Buncha Booms, es sind einfach ganz viele Booms. Boomskämpfe. Boom Boom Camp. Will ich das da? Da kommt bestimmt Pilz. Ah, ich will das nicht. Ich hoffe jetzt einfach auf einen Checkpoint. Ah, verstanden. Aber wie mache ich das? Ah ja, wirklich verstanden. Wirklich, wirklich verstanden. Ja gut. Hier sterben wir jetzt echt blöd. Nein! Mann! Oh Gott, ich werde doch in so einen Koopa reinrennen. Kriege ich den denn jetzt? Komm her. Bleib da. Nein. Yes. Ich nehme mir mal eine Shell mit. Kann sicherlich nicht schaden. Huch, Entschuldigung. What? Jetzt könnte ich mit der Shell sogar die 50 holen. Ich nehme es mal weiter mit. Ah, Checkpoint. So gut. Ja, das war nicht so gut. Den können wir uns jetzt wirklich holen. Der ist nicht so schlimm. Ist das nur für die Coins? Das ist nur für die Coins. Mist. Komm, das krieg ich doch wohl hin. Ich werde jetzt hier nicht sterben. Dankeschön. Hua! Ich fast in die Stacheln gerannt. Das wäre bitter gewesen. Wait, what? Ach so.
No. No. Ach, komm schon. Nice. Tschüss. Lul. Ich hab Angst. Okay. Ja, ich verstehe das. Mhm. Oh boy. Oh. Hallo Checkpoint. Das war nicht so gut. Das war auch nicht so gut. Nein! Oh boy. Ah, Mist. Käse. So, jetzt hole ich mir aber trotzdem hier den... Ach so. Das ist ja gefährlich. Ich wollte jetzt nämlich sagen, ich hole mir hier die, da ist doch bestimmt ein Pilz drin, aber... No! Ach, komm schon. Nein, 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 das machen wir nicht. Das machen wir schon eher. So. Kann ich auch aber auch hier runter direkt, ja. Ist doch viel chilliger. Ist doch viel, viel chilliger. So. Hä? So, hier bitte nicht treffen lassen. Wir brauchen den Hit für das Runterfallen. Ist coole, coole... Nein! Ist eine coole Idee, aber... Ist schon heavy. Ah, hier kriege ich ja nochmal einen Pilz, ne? Genau. Also hier darf ich den auf keinen Fall verlieren. Das wäre richtig dumm. Doch, komm schon. So. Und jetzt echt aufpassen. Wir wissen ja Bescheid, was passiert. Und dann kann ich das auch besser hinkriegen hier. So. Wunderbar. Nein! Nice. So, das dürfte jetzt aber Finale gewesen sein, oder? Das war das Finale. Das war nicht das Finale! Oh no. Cool. Okay. Kann ich? Wahrscheinlich nicht. Nein. Das wäre zu einfach. Bam, 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 bam. Ich will den eigentlich einfach nur besiegen. Das müsste doch gehen. Ah, Mist. Ach so. Hä? Was bringt mir das, wenn der da drüben explodiert? Den Bum-Bum auch einfach besiegen. Ja, so nicht. Ja, so auch nicht. So schon. Komm her. So. Da ist mein Key doch schon. So, jetzt muss ich nur durch Pflanzen umgehen. So. Aber wo ist meine Tür dann? Ja, selbst wenn der hier durch die Gegend springt.
Ach so. Ich glaube, das sollte andersrum sein, der Switch, aber es ist okay. Nehme ich. Cooles Level. Trotz, dass es eigentlich nur Bossfights waren, waren die cool gemacht. So. Jetzt haben wir aber doch uns viel zu lange hier aufgehalten. Da ich jetzt noch ein bisschen Angst habe, Counters Level anzufangen, machen wir erstmal Buddy on the Way. Das scheint ein ganz normales Level zu sein. Gucken wir es uns doch mal an. Please have an easy time with the fire flower power. Okay. Ja, let's go. So. Hier geht's hoch. Oder auch nicht. Oder doch. Jups. Leben. Okay. Für eine Challenge, also für die Herausforderungsmodus gut. Jetzt gerade. Was ist das denn? What? Komme ich da jetzt? Es ist wunderschön. Komme ich da rüber? Soll das so? Okay. Hier brauchen wir einen P-Switch und der on-off muss andersrum sein. Kann ich da... Oh, okay, kann ich? Gehen wir mal nach da weiter. Ich kann ja hier rüber. Also der on-off interessiert mich eigentlich gerade nicht. Okay. Okay, das ist nur eine Coin. So, jetzt löse ich hier eine Ranke aus, ja? Okay. So. Jups. Okay. Damit komme ich jetzt hier hoch. Und kann hier aufräumen, aber der on-off ist jetzt falsch. Aber das ist ja nicht das... Da ist noch eine übrig! Frech! Danke! Boah, die eine Coin ist richtig schwer. So, aber der muss jetzt nochmal umgestellt werden. Das ist jetzt ja eigentlich nicht das Problem. Jetzt kann ich hier durch. Hä? Kann ich nicht... Ach, da kommt mein... Da kommt mein Switch raus, den ich brauche. Und jetzt ist der on-off ja auch umgestellt. Okay, cool. So. Sind das alles hier Münzen? Oh mein Gott, ich will jetzt nicht sterben. Sind das alles hier Münzen? Wow. Aber hieß es nicht, ich soll Easy Time with the Fireflower haben? Kommt das noch? Ups. Ist das nur eine Münze? Nein, da geht's weiter. Da geht's nach oben weiter. Da wahrscheinlich kommt die Feuerblume noch. Ja, da ist die Feuerblume. Alles klar. Okay. Da ist noch eine. Okay. So. Ah, das hier wäre der Hinweg gewesen. Okay, das heißt, man kann das auf verschiedene Wege, Arten und Weisen laufen. Das finde ich ganz cool. Ich hole mir mal die Blume zurück, weil ich soll ja Easy Time with the Fireflower haben. Dann will ich das auch nutzen, wenn ich die schon immer wieder kriege. Machen wir uns eine Easy Time. Da bin ich sehr dafür. So. Ah, und hier ist das Ziel. Okay. Aber war jetzt nur dieser hintere Teil auf die Feuerblume ausgelegt? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst. Irgendwas sagt mir, dass ich irgendwas verpasst habe.
Aber also, was ich gesehen habe, war cool. Aber irgendwie kam mir das komisch vor. Wir haben hier unten doch noch einen Abschnitt gehabt, oder? Bin ich jetzt wieder blöd. Wenn ich hier nicht hochgehe, weil hier geht's doch auch noch weiter. Ach so. Ach so, ich muss den... Okay, okay, wartet mal. Wartet mal. So, jetzt drücke ich den. Jetzt ist hier unten ja eigentlich der Weg frei. Jetzt könnte ich da so rüber. So. Dann kann ich hier hoch. Ich könnte mir ja auch jetzt schon den Switch holen. Dann brauche ich da unten die Ranke ja erst recht nicht. Na, jetzt bin ich auch schon hier. Okay. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben das alles noch nicht gemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier die Röhre irgendwie... Dass man, also erstmal, dass man da rein kann natürlich, die ist ja nicht grundlos da. Okay. Hä, das ist nochmal ein kompletter Levelabschnitt hier. Hä? Ist das hier alles Bonus oder ist es einfach nicht ganz so durchdacht? Oder ist für dich in Ordnung, wenn man das alles abschneidet? Ach, guck mal, hier ist echt ein kompletter Levelabschnitt. Mit Checkpoint sogar. Hä? Ach, hier kriege ich die... Das ist jetzt, das ist die eigentliche Fire Flower, mit der man sich das Leben einfacher macht. Ach so. Deswegen hat die auch gerade so einen Heiligenschein-Dings bekommen. Mist. Ja, komm, jetzt haben wir genug aufgeräumt. Das kann man jetzt auch so noch machen, oder? Aber wieso geht man... Oh! Jetzt habe ich das umgestellt und jetzt ist eigentlich der Gedanke... dass man jetzt hier rüber kann, weil man das vorher nicht gekonnt hätte, wäre man nicht am Anfang einfach darüber gesprungen oder würde sich den P-Switch ganz anders holen. Also das Level kann man sehr einfach breaken, aber vom Grundaufbau her, wenn man jetzt die Breaks rausnehmen würde, hätte das einen echt coolen Aufbau, ne? Weil jetzt erst soll man hier hoch. Das heißt, das habe ich vorhin viel zu bald gemacht. Ich verstehe. Okay. Nee, cool. Cool, cool. Schön. Hat mir gefallen. Doch, schönes Level. Okay. Gut. Das kann man auf wirklich ganz viele Art und Weisen lösen. Ich weiß nicht, ob es bewusst so gebaut war, dass man es verschiedenartig lösen kann. Oder ob das ein bisschen unbewusst war. Und es nicht so gedacht war. Aber... Ne, ist ja in Ordnung. Okay. So, das ist das Schwierige. Das werden wir jetzt erstmal auslassen. Da werde ich ein bisschen... Ja gut, aber Twakes Level wird auch wieder eine Weile dauern, ne? 5,53 Weltrekord. Aber es hat erst einer geschafft. Einer von 12 macht halt 8,33%. Aber das ist wenig. Ah, wir gucken mal rein. Beziehungsweise einer von 3 sind 12 Versuche gewesen. Wir gucken mal rein. Ah, ich bin übrigens blöd. Ich hätte noch aktualisieren müssen, ne? Ich habe nicht aktualisiert. Dadurch sehe ich ja gar nicht wirklich alle neuen Sachen. Kommt hier ein Pau raus? Oder muss ich hier einen Pau holen? Ah. Ich bin mich auch gewundert, wenn er mir einfach mal was gibt. Oh no. Fallen die rot? Die fallen nicht runter. Das ist schon mal gut. Da ist mein Pau. Gar nicht gesehen. Hallo, Pau. Okay. So, dann haben wir jetzt den Pau. Damit. Keine Ahnung. Hi. Was mache ich jetzt damit? Ah. Das
Das hier oben mache ich damit weg. Der nächste Anruf. Ich rufe doch zurück, Leute. Mann. So, jetzt habe ich die weggemacht. Also ich habe gesehen, da unten wäre noch ein Weg für eine Feuerblume gewesen. Die habe ich jetzt gerade nicht dabei. Die könnte ich jetzt haben. Habe ich jetzt halt nicht. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Ich könnte aktuell eine Feuerblume haben. Ist mir bewusst. Ich könnte aber auch einen Schuh haben. So. 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 Jetzt habe ich einen Schuh. Jetzt damit kann ich ihn jetzt rein. Überall nicht. Ach, da hoch. Ah, ja, da. Ich habe die Pfeile schon wieder vergessen. Das war ja nicht so gut. Komm mal her. Ah, mein Timing ist großartig. Oh nein. Jetzt ist gleich alles vorbei. So, besser. Jetzt einfach nicht mehr den Schuh verlieren. Und dann wäre ein Checkpoint langsam ganz nett. Okay. Da ist ein Pilz. Na gut, Pilz nehme ich auch erstmal bevor einem Checkpoint. Das ist okay. Besser als nichts. Und jetzt muss ich hier rüber fliegen. Gott. Sagt er und ist einfach zu doof dafür. Muss mal was testen. Lass mich in Ruhe. Muss mal was testen. Das kann ich aber jetzt erstmal hier besser testen. Wenn ich falle, kann ich dann direkt in den Flugmodus gehen. Ich will nicht abspringen, ich will direkt in den Flugmodus gehen. Theoretisch ja. Reicht das hier zeitlich? Aber wir machen es lieber so. Gut. Okay, man kann da direkt. Das ist ganz. Das ist okay. So, die interessieren mich eigentlich nicht. So. Hier gäbe es jetzt nochmal einen Stiefel, aber ich habe ja schon einen. Dann brauche ich da auch nicht mehr rein. Sehe ich doch richtig, ne? Jetzt kann ich hier einfach einmal... Ah, ich wollte nicht beide, aber gut. Oh, da ist mein Checkpoint. Da ist meine Feuer... Da geht's rein. Das Level wirkt gerade erstaunlich einfach. Und nett für ein Twakes-Level. Ich bin irritiert. Ich hab Angst. Ich hätte es nicht sagen sollen. Plötzlich fängt es an zu scrollen. Oh mein Gott, da ist er weg. Plötzlich fängt es an zu scrollen. Ich hätte echt nichts sagen sollen. Ah, verstanden. Oder auch nicht. Wait, ich hätte die nicht kaputt... Hä? Ach so, jetzt kann der drüber. Ah, ja, ich bin doof. Ah ja! Keine Ahnung, wie stark die Explosion ist. Ja, das habe ich befürchtet. Aber hier geht es ja dann da hoch. Okay. Hier geht es hier einfach weiter. Ich die nächste Blume. Ach, ich hab das jetzt als Blume zum Einsammeln. Bin ich denn dumm? Okay. Hä? Was hab ich? Hä, was hab ich falsch gemacht? Thank you.
Die Bombe! Die Bombe! Verstanden! Verstanden! Oh! Nope! Nope! Boom. Ah, das ist großartig. Aber ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen um die Zeit. Das ist nicht so großartig jetzt. Geht das ohne Schuh weiter oder muss ich den haben? Ich glaube, ich muss den nicht haben. How? Ach so. Okay, ich krieg die nächste Blume. Aber das wird halt zeitlich gerade ein bisschen kritisch. Ah, hier wäre der Schuh schon cool gewesen. Aber ich habe jetzt halt keinen, ist okay. Ohne Plattformen kann Twakes einfach nicht. Ist ja auch in Ordnung. Keine Kritik. Hier ist doch was. Hier ist nichts. Warum ist da eine Coin? Hallo, hallo, Scrolling. Herz, Ende. Das klingt nach Ende. Wind! Wenn man da noch runterfällt. Oh nee, das wäre doof. Ah, das sieht jetzt aber wirklich nach Ende aus. Oh Mist. Oh yes. Das war ein schönes Level, aber zeitlich ganz schön knapp, wenn man das am Stück spielt. Huh. Huiuiuiuiuiuiui. Huiuiuiuiuiuiui. Aber, hey, schönes Level, ja. Doch, 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 doch. So. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte gucken, wenn ich jetzt aktualisiere, kriege ich wahrscheinlich viel mehr neues Zeug, ne? Nein, das hat's aktualisiert. Okay, dann ist alles in Ordnung. Ich hatte Bedenken. Cool. Dann fehlt tatsächlich nur noch Counters Level, der ja sich wünscht, dass es nicht in mehreren, also dass nicht sein Level bei mehreren Leveln dabei ist. Aber um ihn jetzt zu ärgern, kriegen wir das jetzt einfach hin, okay? First level with a preview mode. Too bad the exit is closed then. Hashtag hard. Okay. Dann werden wir uns das mal mit Preview angucken. Ja, ja, schon verstanden. Lass mich doch mal gucken jetzt, Freund. Was da alles gemacht werden muss. Aber wenn die hier alle aus sind... Ach so, muss ich über die Swamps. Bin halt selbst dafür zu doof. Ja, 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 ja. Ich hab das schon verstanden. Finde ich aber interessant, die Idee mit dem Preview-Mode, ne? Hat was. Ja, aber das kann ich jetzt nicht mehr. Okay. Das ganze Level kriege ich also nicht zu sehen. Cool. Wait, da unten geht's weiter. Da unten geht's weiter. Okay. Ich sehe vor allem, es gibt 5 rote Münzen. Wo sollen die denn sein? Bisher sehen wir die ja nicht, ne? Ah, jetzt... Gleich einen Fehler gemacht. Ich musste mit dem Swinchamp runter, wenn ich da hingucken will noch. Wenn ich da runterschauen will, muss ich da mit dem Swinchamp hin. Ja, ist doch gut. Alter. Dieser Slapstick hier einfach. So, zack. Ja, ja. So. Da ist dann die Tür, wohin ich... Hä? Okay, die Coins sind schon mal nicht relevant, weil die kriege ich einfach da oben gespendiert. Was ist dann hier drin?
Ich habe ein bisschen Angst vor dem gesamten Level. What? Also wahrscheinlich ergibt sich das Level, wenn man es dann mal gesehen hat, komplett. So wie es gedacht ist, aber gerade wirkt das doch... Ach so, das ist der gleiche Raum. Das meint er mit Exit ist blocked. Ah. Verstehe. Na gut, dann gucken wir uns das doch jetzt mal an. Hab noch nicht viel verstanden. Aber ich muss wohl ganz viel spin-jumpen hier. Oh mein Gott. Ich habe gerade noch was anderes gesehen. Doch auf mich auszulachen. Ich guck doch nur. Er hat gesagt, ich soll mehr mich umschauen und das mache ich. Und dann lacht er mich aus dafür. Danke dafür. Was hat er denn jetzt hier? Was? Easy. Was hat er denn hier jetzt alles... Der baut ja richtig viele Easter Eggs, da muss ich mich echt in seinen Leveln besser um. Aber da kommt man nicht rein, ne? Das ist hier Troll. Da taucht auch kein Block auf, nein, dann kommt man da auch nicht rein. So. Ich kann mir schon denken, wo man rauskommt. Da war noch eine Röhre hinter dem Ziel. Die ich da jetzt natürlich auch nicht betreten... Ah! Die ich jetzt natürlich auch nicht betreten kann. Ah! Na! Alter! Junge. Hi, Koku. Flo, Jan. Dani, Felix, HF, DS. Wow. Ja, das war jetzt wieder sehr smart. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht röhren. Ah, okay. Uff. Und jetzt komme ich hier raus. Genau. Ja, ja. Ist schon logisch. Habe ich verstanden. Ach, und das kommt, da komme ich hier wieder zurück. Okay. So. Aber. Nein, das ist nicht hoch genug, ne? Ah, er denkt an alles. Dieser Fuchs. Leider an alles. Schade. Schade, schade. Leider denkt er an alles. Wobei... Nicht ganz. Potenziell habe ich jetzt eine Shell dabei, die ich nicht haben sollte. Wenn man jetzt den auslösen könnte, das wäre natürlich... Das wäre cool, aber das kann man leider nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Es ist leider auch... Ha. Lass mich mal was ausgucken. Aber das ist der einzige und oft, der da gewesen ist, ne? Da war es uns keiner. Mich auch nicht ran. Das war nicht so das, was ich wollte. Kann ich die wieder? Kann ich die bitte wieder? Oh no. Thank you.
kann ich mir die wieder krallen. Ah. So nicht. So nicht. So. Aber das ist ja nur eine Shell. Ja, da komme ich ja auch nicht da hoch dann. Schade. Ich hätte gerne versucht, was zu breaken, aber das scheint mir nicht zu funktionieren. So wie ich das gedacht habe. Schnell genug kommt man mit dem Stern hier auch nicht raus. Nee, das dauert alles zu lange. Nope. Keine Chance. So. Hopp. Okay. Alles klar. Nein! Wieso? Kann man die denn nicht wieder in die Hand nehmen? Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, ich hätte noch eine Shell dabei. Sind wir mal so frei, ja? Würde mir das hier irgendwo irgendwas nützen? Oh Gott, ich habe gerade keine Ahnung gehabt, wo ich hin muss. Nee. Es gibt halt auch keinen On-Off mehr, den ich nochmal umstellen kann, ne? Ah. Echt ärgerlich. Kann mit der Shell leider nichts bringen. Na gut. Schauen wir es uns mal an, jetzt richtig. Ich habe aber Bedenken. Sheesh. Lach mich halt nicht aus, wenn ich wieder alles zurücksetze. Aber wie soll das denn? Oh mein Gott, was? Muss doch da oben rum, oder? Ah ne, ich muss unten durch. Okay, never mind. So, jetzt geht er hier rüber. Dann geht er hier rüber. Er geht halt noch nicht rüber. Okay, aber die haben alle den Fallschirm. Das ist schon mal ganz nett. Und die bleiben alle hängen. Auch das ist ganz nett. Aua. So. Genau. Das ist alles relativ nett so gebaut bisher. Kommen wir doch bis sogar in den Checkpoint jetzt rein direkt. Ja, easy. Okay, Checkpoint holen war schon mal super einfach. Nein! Nein, 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 nein. Jetzt nicht mehr auf Neustart. Jetzt gehen wir nicht mehr auf Neustart. Aber jetzt läuft die Zeit. Ah. Ich erschloss. So, jetzt gehe ich hier runter. Da war der. Das war blöd. Ah, da ist nochmal der Spiny, den man dafür nutzen könnte. So, zack. Jetzt geht der wahrscheinlich schneller rüber. Ich weiß es nicht. Ah, der wird nach einer Zeit... Nein, was machen wir nicht? Der wird nach einer Zeit auch einen Fallschirm bekommen. Okay. Ah. Ich sollte einfach auf den Pfeil gucken. Der Pfeil ist eigentlich direkt unter dem Swamp. Das passt. Das ist hier. Genau. So. Und dann kann ich hier auch in Ruhe rüber. Und der macht rüber. Und der macht dann... Ah, okay, alles klar. Verstanden. Die machen alle dahin. Und dann gehe ich da oben durch die Tür. Aber ich verstehe nicht, warum du mir überhaupt eine Schlüsseltür gibst, wenn du eh die Münzen da oben hinsetzt. Hatte das irgendeinen Grund? Oder hatte das nur den Grund, dass man am Anfang Angst haben soll, wenn man sieht 5 Münzen und es ist so eine Art Level? Also den Sinn dahinter verstehe ich gerade nicht. Weil, ne, ob ich die jetzt habe oder nicht, macht ja überhaupt keinen Unterschied. Aber ich muss mal gucken, ob es überhaupt was bringt, die zu haben. Okay, hier kann man nichts machen.
Weil jetzt komme ich ja da oben raus. Jetzt ist ja der rote an. Inferie. Non. Ach so, das ist sowieso alles nur Bonusquatsch. Okay. Verstanden. Na toll, jetzt weiß ich überhaupt nicht. Okay, alles klar. Ich hätte auf dem also weiter gemusst. Wait, der muss aber rund... Den muss ich erst antriggern, dass er runterfällt. Okay. Ah, jetzt muss ich hier wieder starten. Ja. Ich habe mich jetzt gerade irgendwie bei der Tür gesehen. Das ist natürlich Quatsch. So. So, jetzt muss ich den antriggern. Und jetzt können wir das hier Stück für Stück einfach... Hä, aber dann ist doch jetzt das Level durch. Das soll mich einen ganzen Part kosten? Oder ist das noch nicht das Level? Das hätte mich ja jetzt nicht mal den ganzen Part gekostet, wenn ich es mir nur angucke. Das war ja voll einfach. Und das sah vor allem... Das sah durch den Preview... Durch die Preview sah das viel schlimmer aus, als es am Ende war. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Das sah durch die Preview viel schlimmer aus, als es dann am Ende sich gespielt hat, weil er so nett war und die ganzen Fallschirme eingebaut hat. Ja gut, dann haben wir alles geschafft. Cool. Cool. Also hatten wir in diesem Part das Level von Maddie, das Level von Lutzi oder Lutz, das Level von Twakes und das Level von Counter. Nice. 4 Level auf einen Streich. Super gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Dafür habe ich jetzt das Level nicht gespielt, was Hübi überfordert hat. Das machen wir einfach beim nächsten Mal. Ich habe sie hier auf der Liste noch stehen. Und das, was mir Flo empfohlen hat, habe ich auch noch nicht gemacht. Siehst du? Aber die ich hier hatte in der Liste. Sehr schön. Danke fürs Zuschauen und tschüss.